Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Und Rico ist auch wieder mit dabei. Hi. Ach so, sollte ich jetzt gerade was sagen? Hallo. Ja, der übliche Fail am Anfang. Ich bin halt etwas begriffsstutzig. Ich habe Offscreen-Kommandos gelevelt. Bedeutet, das ist schon Monate her, ey. Ich habe Fire gekauft, zweimal Fire, und habe das zu Fyra gemacht, dann nochmal ein Fyra gekauft und dann zu Fyraga. Was bedeutet, dass ich in eine Ability bekommen habe, weil ich Fyraga mit einem speziellen Kristall fusioniert hat. Und das die Ability wäre dann entweder Once More oder Second Chance. Ich weiß nicht mehr, welche. Bedeutet, wenn ich einen HP habe, überlebe ich in der Combo die nächsten Schläge, bis ich einmal auf den Boden komme oder eine weitere Aktion verführe. Und Once More oder Second Chance. Und das andere von dem ist halt, dass ich bei einem HP nicht sofort sterbe. Das ist beides überlebensnotwendig. Genau, sehr nützlich. Und da war ja dieser komische Kerl, der sagte, er hätte Meister Xehanort entführt. Aber er sieht irgendwie nicht so aus, als könnte man ihm glauben. Schauen wir mal nach, was da so vor sich geht. Genau. Okay, bis jetzt sehe ich Unversierte. Yui. Und das ist auch ein neues Kommando, was ich gekriegt habe. Magnet Spiral. Braucht ziemlich lang und ist im Bosskampf unvorteilhaft, aber gegen Unversierte schon gut. Zieht die Unversierten an und am Ende gibt es so eine kleine Druckwelle, die die Unversierten, die du an dich angezogen hast, einfach mal Schaden macht. Das ist das, was ich sagen wollte. Schaden. Ja, tut mir leid, ich kann meine Gedanken nicht ordnen. Ich bin so schlecht. Ach ja, diese Flugviecher. Ich hab schon ganz vergessen, dass es die gibt. So, nicht wundern, ich hab die Kettenviecher sind auch dämlich. Ah. Nicht wundern, wenn das Audio immer mal lauter und leiser wird. Ich schaue ein bisschen an der PSP rum, wenn ich denke, dass es irgendwie zu leise ist, dass man Rico nicht mehr hört. Oder wenn es zu laut ist, dass man umgekehrt. Ich kann meine Gedanken gerade nicht ordnen. What the fuck? Wenn ich denke, ich habe gerade gearbeitet. Also, was heißt gerade? Vor 2 Stunden noch. Also, na gut, dann ist es ja vielleicht kein Wunder, dass dein Hirn matsch ist. Die Schläge von Terra im Feuermodus sind nämlich ziemlich laut. Und jetzt wird draußen auch noch gestaubsaugt. Ich hoffe, das hört man nicht. Ja, das ist wieder der typische Zeitpunkt. Es wird entweder gebohrt oder gestaubsaugt. Ich an sich höre es nicht. Aber es wird entweder gebohrt oder gestaubsaugt. Immer. Ja, also, ich habe immer noch nicht meinen Satz beendet. Wenn ich denke, dass Rico zu leise ist, mache ich den Gamesound leiser. Und wenn ich denke, dass der Gamesound zu leise ist, mache ich ihn halt wieder lauter. Und das passe ich dann immer so ein bisschen an. Weil in den letzten Parts hat es so ein bisschen Beschwerden gegeben, dass die Cutscenes bzw. der Gamesound leise war. Aber das zu dosieren ist halt immer so eine Sache. Das stimmt. Das ändert sich auch immer alles. Deswegen ändere ich es auch jetzt immer alles, dass ich immer mal den Ton leiser und lauter mache, genau. Die Technik macht es uns ja leider selbst nicht so leicht. Wenn sie überhaupt mal funktioniert, ne? Genau. Oh. Die Unversierten, die man von hinten nehmen muss. Ah, noch mehr. Ja, hier sind ziemlich viele. Die habe ich auch immer ab und zu mal gelevelt, wenn mir langweilig war. Apropos Level, wenn einem langweilig war. Und ich lasse das Sticker mal hier. Am Ende mache ich ja noch eine Sticker-Collection. Damit ich möglichst weniger einsammle und man nicht immer, durch die Parts scrollen muss, um zu sehen, wo ich welchen Sticker eingesammelt habe. Aber ich glaube, ich habe schon ein paar eingesammelt. Ich weiß es nicht mehr genau. Kannst du mal gleich nachgucken. Naja, ich habe gerade keine Lust, jedes meiner Videos durchzugehen, um zu gucken, wo ich einen Sticker eingesammelt habe. Oder was? Nein, aber ich meine, du kannst ja beim Sticker-Album. Stimmt ja. Sticker Album. Sticker Collection. Tatsächlich. Aber nur in der ersten Welt. Also siehst du, das ist ja nicht so schlimm, wenn die Leute denn zu den ein Part oder ein, zwei Parts da zurück müssen. Stimmt ja. Die anderen habe ich auch nicht eingesammelt. Einfach vorsichtshalber. Das heißt die erste Welt. Das war nur in den ersten paar Parts. Also Part 41 haben wir das LP begonnen. Ich schätze mal so um Parts 43 oder 46. Aber das werde ich dann noch genauer ermitteln, bevor ich die Sticker Collection dann mache. Stimmt, wir müssen hier da runter. In die 3 Fragezeichen.
Wow. Alter, das Saugen wird immer lauter. Haben wir hier den Kommandos, die man noch leveln kann? Ich bin schon dabei. Fyraga und Blizzaga und Magnet Spiral und Zero Graviga. Alle noch nicht aufgelevelt. Habe ich denn auch? Nee, nur Kyraga. Renewal Block habe ich auch. Das bedeutet, wenn ich blocke, heile ich mich. Das habe ich auch bei Ventus benutzt. Das habe ich mir, glaube ich, auch offscreen gemacht. Okay, hier sind ja auch sehr viele Unversierte. Hast du wie gemerkt, wann wir angefangen haben aufzunehmen? Keine Ahnung, vor 4-5 Minuten. Ist immer so geschätzt. Am Ende der Aufnahme werde ich das Bild noch verrücken. Dann orientiere ich mich nicht an der Uhrzeit, weil ich die immer vergesse, sondern an der Skype-Gesprächszeit. Ist ja genauso zuverlässig. Aber ich sehe sie jetzt nicht, weil der Bildschirm ist direkt davor. Hä? Ich wollte was anderes als Heal machen. Oh. Kann der eine sich bitte umdrehen? Arschloch. Die hören die wollte halt nicht. Diese blöden Unversierten. Immer so störrig. Dann halt ein bisschen in der Luft rumhängen. Der macht einen Crawling Fire. Hey, das Feuer hat ihn von hinten getroffen. Wie geil. Praktisch. Praktisch gar. Hier glaube ich auch irgendwo einen Sticker, oder nicht? Ja, ich sehe ihn. Da hinten beim Tor. Ich gehe gleich nochmal hin, dann zeige ich den Zuschauern das mal von nahem. Oh ja, die Sandmonen, die sind schlimm. Das geht eigentlich. Also, ich finde, es gibt schlimmere. Auf Level 1 sind die schlimm. Ja, wer spielt aber auf Level 1? Ich. Und Zocker. Aber ich nur Aqua, was die leichteste Level 1 Story ist. Das heißt, ich bin noch humaner. Ich bin noch nicht ganz so. Wie soll ich sagen? Krank, verrückt, suizidgefährdet. Ja, ich suche eigentlich Wörter, die. Ich suchte eigentlich Wörter, die nicht beleidigend sind, aber danke. Er hört Schlimmeres von mir, also. Ist das noch, sagen wir mal, sanft? Stimmt ja, Split Second. Okay, das zielsuchende Feuer trifft nicht, aber das nicht zielsuchende Feuer trifft. Ja, Logik gleich null. So, da oben ist der Sticker, nicht wahr, Terra? Sticker! Sticker auf du! Und Terra will da hinten hin. Okay. Aber er ist noch ein bisschen Metzel. Er hat gerade dahin geguckt. War noch eine Truhe. Ist echt? Ja, wenn du weiter nach rechts gehst. Von Terra aus nach rechts. Ach da, ja, aber da metzle ich mich ja noch hin. Erstmal ein bisschen Magnus Barrow. Fast ein Instant Kill, aber wieso nur fast? Zero Graviga und alle, die um mich rumliegen, sterben. Und dann gibt's den Kugelfest. Mit Kugel und Geldregen. Ey! So. Meine D-Links habe ich soweit eigentlich auch alle aufgelevelt, die ich habe, glaube ich. Ich habe sehr viel gelevelt, weil eben so viel Zeit dazwischen war. Ich hab nicht mehr gekämpft. Ja. Du hast doch gerade eben, glaube ich, ein neues Abschlusskommando bekommen. Habe ich? Ja, wenn ich mich nicht verlesen habe, dann ja. Riven Mixer habe ich. Rockbreaker könnte es sein. Diamond Dust, Firestorm und Fatal Mode hatte ich hier. Rockbreaker. Oh, das war irgendwas anders, weil das stand irgendwas stimmt. Das war ja Kommando-Style, stimmt. Du meinst ja wirklich die Abschlusskommandos. Ja, das wäre gut, weil ich habe doch Finish-Kommandos. Jo, Rock Rise 2, du hast recht. Muss ich aber nichts umstellen. Ja, ich habe Heat Slash habe ich schon gelevelt und Gold Rush to Surprise und jetzt will ich Rock Rise. Dann entsteht da nämlich ein Kometenabschlusskommando draus und das kann man sehr gut benutzen. Da hinten war noch eine Kiste. Genau. Egal wie lang der Part ist, ich werde ihn gleich mal splitten, wenn wir das nächste Gebiet betreten. Weil dann kommt sowieso gleich ein Bosskampf und den mache ich bekanntlich ja immer gerne in einem eigenen Part. Boah, es dürften so bis jetzt 8, 9, höchstens 10 Minuten, glaube ich, sein, die wir bis jetzt aufnehmen. Also. Sicher ist sicher. So. Dann sehen wir. Warte mal, da ist eine Cutscene. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Bis dann.